Dann wird es weder Tag noch Nacht werden, sondern am Abend wird Licht sein. Unter diesem biblischen Motto stand Ende Mai die lange Nacht der Kirchen. 28.000 Menschen allein in Tirol ließen es sich nicht entgehen, Gotteshäuser einmal aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. Wir haben ja letztes Jahr die Kirche renoviert und das sollte jetzt ein bisschen ein Dankeschön sein an jeden, der es interessiert und einfach einmal, dass man präsentiert, was man gemacht hat. Und ich denke, das ist schon ein guter Aufhänger, dass man in dem Anlass einmal da bei der langen Nacht der Kirche mitmacht. Das war irgendwo der Grund für die ganze Geschichte. Wir haben jetzt gerade ein Kinderprogramm gehabt, das war sehr turbulent und das ist drunter und drüber gegangen. Aber das ist genau für das haben wir es gemacht, dass wirklich jeder ein bisschen zu seinen, auf seine Kosten kommt. Jetzt ist gerade der Gospelchor dabei und der Schülerchor der neuen Mittelschule in St. Anton. Also es ist auch ein Programm für die Jugendlichen dabei und auch von dem her ist das, passt es gut so. Ja. Die Annäherung an Kinder und Jugendliche war dem Kirchenrat besonders wichtig. Ja, das war schon ein Grund für die ganzen Überlegungen, dass wir gerade gesagt haben, wir machen was mit den Kindern, wir schauen, dass man die Jugendlichen zumindest schon mal wieder in die Kirchen bringt. Also das war durchaus eine Überlegung wert, dass man mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, in späterer Folge auch, aber das war durchaus eine Überlegung, die der Brückenschlag. Als Wiege des alpinen Skilaufs sorgt St. Anton seit Jahrzehnten international für Furore. Ist gerade das ein Grund für die Beliebtheit von eher besinnlichen Veranstaltungen in der Zwischensaison? Ich denke, es ist ein Programmpunkt, der seine Anhänger hat. Die sitzen heute da, wer das mag. Es gibt noch eine Lesung von Wilhelm Salzmann. Also ich denke durchaus, dass es auch Platz haben soll nach einer hektischen Wintersaison, dass man, wenn einer wirklich ein bisschen was Besinnliches will, dass er sich bei der Veranstaltung ein bisschen hinsitzt und da mit dabei ist. Also durchaus ein Abi vom Gas nach der Wintersaison.